Falls du günstige Ultimate Team Münzen sowie PSN-Karten und Microsoft Points kaufen möchtest, schau mal in die Beschreibung, dort findest du den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 14, FIFA 15 Karrieremodus mit dem FC Bayern und mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und ja, wir sind hier am letzten Transfertag angekommen und wir stehen ja gerade hier in Verhandlung, uns den Jovetic zu kaufen. Ich schaue ansonsten nochmal in den Kader. Ich glaube ansonsten, ich weiß nicht, ob ich am letzten Part am Ende noch was gesagt habe. Das ist jetzt nämlich wieder 2 Tage her, ob ich noch irgendwas machen möchte. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, steht der Kader ja eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst noch machen sollten. Der Shaqiri kommt noch weg. Auf der rechten Seite haben wir Robben und Müller. Ich könnte sonst nur nochmal nach einem, nach so einem Mittelklasse-RM gucken. Aber die Frage ist, was gibt es da? Und ich kann ja mal einmal kurz gucken, ob es irgendeinen zu verleihen gibt. Aber ansonsten ist eigentlich, sonst der Kader sehr, ja, sehr, sehr, ist eigentlich fertig. Also kann man gar nicht anders sagen. Ob es hier noch irgendwas zum Ausleihen gibt, ob es da irgendwas Gutes gibt. Maurice Multaub von Schalke, aber das ist ja auch nur so ein junges Talent. Der hat, glaube ich, 60 oder so. Wir können uns den Gnabry von Arsenal ausleihen. Ja, das könnten wir machen. Kurzleihe nicht festgesetzt. Ja, das wäre eigentlich in Ordnung. Ach nee, wir haben ja auch noch den Weiser auf rechts, ne? Haben wir da noch den Weiser? Der Weiser ist auch noch auf rechts, oder? Dann brauchen wir ihn gar nicht. Habe ich den gerade übersehen? Ja, Weiser ist noch auf rechts. Die nehmen sich, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, dann steht der Kader auch. Der ist so hochwertig besetzt. Da brauchen wir gar nicht 30 Leute. Da haben wir 25 gute Spieler und dann hat sich das. Wir schauen einfach mal, was jetzt hier noch passiert. Juventus hat ja einen starken Einkauf gemacht und einen starken Verkauf mit Vidal. Der ist nach Liverpool gewechselt. So, ist jetzt das Angebot fertig hier mit Jovetic? So, ich habe eigentlich auch ein Vertragsangebot an Jovetic geschickt. Ich könnte Gnabry jetzt noch ausleihen. Die Frage ist, ob ich ihn brauche. Ich nehme ihn einfach mal an. Ich meine, man kann ja nie wissen. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Man kann nie wissen, ob man den tatsächlich noch braucht oder nicht. Muss man einfach mal schauen. So. Aber in den Verhandlungen müssten wir doch Jovetic gerade sein. Oder? Kontaktiert vom FC Bayern München. Ich habe doch ein Vertragsangebot geschickt. Das wundert mich jetzt gerade. Oh, neue Nachricht. Doch, Jovetic hat es auch akzeptiert. Wir müssen jetzt hier noch einmal kurz ins Gehalt gucken. Dann haben wir auch unseren Ersatzstürmer, solange Lewandowski noch ausfällt. Weil Müller kann zwar auch gut Sturm spielen, aber dann fehlen einem so ein bisschen die Optionen. Oh, zack, Jovetic. Damit haben wir unseren Ersatzstürmer und damit auch unseren letzten Transfer hier abgeschlossen. Hat sich auch eine Sümmchen kosten lassen. So, da ist er auch schon. Jovetic. Dann ordne ich jetzt hier mal alles. Und zwar hatte ich mir auch vorgenommen, ich lasse jetzt hier erstmal diese Transferfrist ablaufen, dass ich heute nochmal so einen Taktikpart mache und mir nochmal die ganze Taktik einmal anschaue. So, wir haben jetzt hier noch ein Transferangebot für Pierre-Emile Højbjerg von St. Pauli zur Laie. Ich habe jetzt auf Zögern geklickt, ich wollte eigentlich auf Ablehnen klicken, habe ich mich verklickt. Egal, ist jetzt nicht so schlimm, ich will ihn nicht verkaufen. Und Chelsea hat Aguero vom Rivalen Manchester City für 74 Millionen verpflichtet, okay. Wir haben hier anscheinend noch ein Transferangebot. Und zwar für Weiser. Ein Transferangebot. Von Grasshopper. Nö, lehne ich ab. Brauchen wir nicht. Den jetzt ja auch noch verkaufen. Wir haben jetzt einen relativ dicken Kader. Wir haben mit Weiser und Gnabry jetzt noch 2 junge Spieler auch zur Auswahl. Also, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Dass wir hier junge Backups haben, was ich ja auch anfangs schon gefordert hatte. Ich gucke nochmal bei letzte Transfers, ob hier noch irgendwas passiert ist. Barkfrede und Guldi Herme zu Swansea City. Okay. So, und dann sind auch schon die letzten Transfers. Letzte Transferfrist ist auch schon abgelaufen. Wurden nochmal 168 Millionen ausgegeben. Oder gucken wir nochmal. Ja, 168 Millionen. So, und wir haben hier einige Spieler, die zur Nationalmannschaft müssen. Unter anderem, oh, wie viele Deutsche? 2, 4, 6, 7 Deutsche. 3 Spanier, einer von der Niederlande und ein Österreicher. So, und wir haben hier ein Spiel gegen Stuttgart. Dann würde ich sagen, das Spiel gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ich selber spiele. Ich denke mal, ich werde es simulieren. Aber vorher hier ein paar Taktikvorlagen erstellen. Das wäre dann das, was ich in diesem Part mache. Und zwar schaue ich mir das jetzt mal an. Wir haben einmal diese 4-1-4-1-Formation. Weil ich habe jetzt auch so langsam
ein bisschen da durchgeblickt. Da hatte mir der Noah in den Kommentaren freundlicherweise einen Kommentar geschrieben, wie man das hier machen kann. So, und zwar kann ich jetzt hier die Formation ein wenig bearbeiten mit Viereck. Mal ein bisschen auf meine Wünsche abstimmen. Ich möchte den Xabi Alonso hier sehr defensiv haben. So, das sieht nämlich schon deutlich besser aus. Und den Müller bzw. Lewandowski in der MS ist dann auch schon ein bisschen zu tief. Okay. Kann ich ihn nicht mehr als Stürmer jetzt machen? Doch, so geht's. So, und Carvajal und Alaba können dann auch ein bisschen weiter nach vorne rutschen. So. Alaba ist es schon, glaube ich. So. Und Carvajal auch noch ein Stück. Jetzt ist er schon RAV. So, RAV, das passt. Rollen, also es wäre ja jetzt die Stammelf sozusagen. Kurzer Freistoß rechts rum, kurzer Freistoß links und rechts rum, langer Freistoß rum, rum, rum. Linke Ecke könnte dann Alonso theoretisch machen. Und rechte Ecke auch wieder rum. So, und jetzt zu den Anweisungen. So, er soll die Abwehrkette unter Druck setzen, ausgewogen. Und der Stürmer sollte ja eine Anspielstation sein. Dann grundlegende Defensivunterstützung. Außen ausgewogen, alle Freiheiten für Flanken in den Strafraum, Schweinsteiger, ausgewogener Angriff. Na, wobei, der macht ausgewogen, macht auch alle Freiheiten. So, der Lahm nach vorne orientieren, für Flanken in den Strafraum. Wobei, dann stelle ich nochmal ein bisschen um. So, wie mache ich das? Hier, Team. So, dann mache ich den Schweinsteiger hier. Sieht man schon, dass der ein Stück offensiver ist. So, dann bin ich hier variabler. So, also Lahm ausgewogen. Position halten. Alonso. Ups, so. Hinten bleiben. Passwege zustellen. Schweinsteiger. Nach vorne orientieren. Ausgewogen. Auch Position halten erstmal. Alaba stets hinterlaufen oder überlaufen. Bei Carvajal das gleiche, die bleiben beide hinten. Robben kann vorne bleiben. Auch ausgewogen, Abwehr überlaufen. Auf Position halten und ausgewogene Flankenläufe. Jetzt die Taktik. Also die Taktik ist ja sehr ballbesitzorientiert. Das Passspiel ist grundlegend erstmal kurz. Die Geschwindigkeit ist ja relativ langsam geordnet. Chancenverarbeitung wird dann ab und zu mal riskant, so 55. Flanken gibt es jetzt nicht so viel und hier fährt die ganze Zeit irgendeine Scheiße vorbei. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Schussverhalten. So, 40. Positionsspiel. Würde eher sagen geordnet. So, und der Verteidigerdruck ist natürlich viel zu hoch eingestellt. Das funktioniert definitiv nicht. So, verschieben. Aber normal. Wie ist denn die Aggressivität bei Bayern? Ich würde eher so ein Pressing sagen. Und der Druck? Wann fängt das Team an zu verteidigen? Ja, so Mittel. So, und dann abschirmen. Das passt eigentlich. Können wir das auch speichern als 4-1-4-1 Taktik. Bayern hat ja da so einige, die werde ich jetzt nochmal alle erstellen. Mich hier mal ein bisschen um die Taktik kümmern. So, einmal haben wir die hier. Dann machen wir eine Dreierkette-Taktik. So, ich komme immer noch nicht mit der Tastatur klar. So. So, Dreierkette. Habe ich nämlich auch eine Idee, so wie Bayern das in letzter Zeit ein wenig spielt. Und zwar. So, der müsste jetzt hier gleich in die Verteidigung rücken. Erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. So, ist jetzt egal, dass das gerade krumm aussieht. So soll die Formation natürlich nicht werden. Ich muss mir hinten nur ein bisschen Platz schaffen. So, RIF. LIF. Und hier fährt schon wieder irgendwas her. Ich fass es nicht. Kann man niemals das Fenster aufmachen hier. So, und ein Innenverteidiger. So. Dann haben wir hier zwei defensive Sechser. So, ein RDM.
Ein nicht LZM, sondern auch LDM möchte ich haben. Warum macht das nicht? So, LDM. Sind hier relativ gleich, das ist gut. So. Dann eben nicht mit einem LF. Nee. Und zwar möchte ich hier einmal einen Linksaußen haben. Scheint irgendwie nicht zu funktionieren, okay. Ich stelle jetzt einfach mal hier hin. Damit ich mir jetzt hier den Platz machen kann. LZM. Aber die müssen noch ein bisschen weiter reinrücken. Und am besten auch ein Stück weiter zusammen. So, stehen sie auch relativ. So. LZM, ihn als RZM. Nee. Ich kann hier RF nur auswählen, deswegen muss ich den jetzt hier mal nach vorne stellen. Werde ich gleich umändern, gar kein Problem. So, und hier fährt schon wieder was her. Ich fasse es nicht. Fahrt doch nicht durch unser Kaff hier mit euren scheißen Motorrädern. Was für eine Kacke. So, warum kann ich jetzt hier kein RZM auswählen? Mich verarschen gerade. Okay. So, jetzt aber. So. Jetzt scheint es auf einmal zu gehen. Warum auch immer. Man geht immer noch ein Stück weiter. Guck ich mal, dass ich den. Na, okay, hier ist war jetzt zu weit. So. Müssen die noch ein Stück weiter zusammen. Und dann machen wir hier. Ja, links und rechts außen. Dann haben wir hier unsere Bayern-Taktik. Spielen sie ja manchmal auch in letzter Zeit so in der Art. So. Das wäre dann die Aufstellung in einem Dreier-System. 3-4-3. Dann, Kapitän. Machen wir einfach mal ein neuer hier. Freistoß, rum, 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 rum. Linke Ecke wäre dann Alaba, rechte Ecke, rum. Anweisung. Er soll die Abwehrkette unter Druck setzen, zentral orientieren. Müller wäre ja ausgewogen. Also die Außen würden dann vorne bleiben. Ausgewogen, ausgewogen, ausgewogen. Wobei, die müssten theoretisch, müssten die auch überlaufen. So. Und hier fährt gerade wieder. Alter! Ohne Spaß, hört ihr das? Ich mache jetzt mal kurz einmal das Fenster zu. Ich bin einfach für 5 Sekunden weg, das geht gar nicht. Das ist ja der größte Witz. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Aber das kann man sich ja echt nicht antun. So. Da wohnt man schon ein wenig ländlicher und dann trotzdem. So. Also, Robbenabwehr überlaufen. Das passt. Draxler. Auch vorne bleiben. Also, da wird ja hinterher ein anderer spielen. So, und hier auch Abwehr überlaufen, wie bei Robben. Nee, hat das hier nicht gemacht. So, überlaufen, weil die sollen ja offensiv dabei sein. Passwege zustellen. Hinten bleiben die beiden Sechser. Götze aus, also das ist hier ausgewogen. Ja, wobei denen kann ich sogar alle Freiheiten geben. So. Und die müssen natürlich alle hinten bleiben. Die Taktik wäre dann natürlich auch wieder relativ ballbesitzlastig. Wie ist eigentlich die Ballbesitzstätte? Okay, relativ langsam alles. Dann halte ich mich doch mal daran. Beides hier auf 25. Okay, so, 25. Kurz. Relativ geordnet. Passspiel. War erstmal sicher. Flanken sind dann hier eher wenig. Und Schussverhalten auch, weil ich auf Ballbesitz spiele. Dann der Druck ist natürlich richtig niedrig. Also da steht man dann sehr tief mit sowas.
Und doppeln dann er auch nicht. Sondern zurückgezogen. Verschieben wäre dann auch eher kompakt. So. Ist das ähnlich? Das ist relativ ähnlich. Gut. Speichern wir auch. Dann haben wir jetzt hier ein 3-4-3-System. Und ich versuche einfach mal, ich schicke einfach mal die in einem 3-4-3-System jetzt meine Mannschaft aufs Feld. So, mittlerweile habe ich auch ein bisschen Ahnung davon, wie man das verwendet. Das habe ich in den ersten Parts nicht ganz gecheckt gehabt. Mittlerweile geht's ja jetzt zum Glück. So, Mannschaft in der Dreierkette. Also, Schweinsteiger wird dann hier zusammen mit Martinez auf... Nee, Moment, Moment, Moment. Martinez wird dann mit in die Innenverteidigung rücken. Alaba wird dann da mit Lahm spielen. Auf der 6 dann Schweinsteiger und Alonso. Genau. Beziehungsweise ich das auch so machen kann, dass ich dann 3 nominelle Innenverteidiger habe. Das ist, glaube ich, ein Stück sicherer. So, das Problem ist, dass Ribéry jetzt natürlich verletzt ist. Da bräuchte ich jetzt einen schnellen Linksaußen. Da muss ich jetzt zwangsweise erstmal Götze benutzen. Selke können wir erstmal runter machen. Dann ordne ich das ja auch einmal. Guck, Gnabry hat sogar 70. Das ist ja auch gut. So, wir bräuchten auf der Bank. Ja, einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Und dann einfach noch Rode drauf. Und dann ordnen wir das hier eben einmal kurz. Wir wollen ja natürlich unsere Ordnung haben. So. Denn wir wissen ja, Ordnung ist wichtig. Dann hätten wir das. Und ich versuch's einfach mal in dem System. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert letztendlich. Ich werde jetzt einfach mal probeweise gegen Bayern, gegen Stuttgart simulieren. Ich werde auch dann definitiv mal ein Spiel in der Formation machen. Aber ich bin mal echt gespannt, wie das funktioniert. Einfach mal ausprobieren, ist die Devise, denke ich mal. Zu Hause gegen Stuttgart, gucken wir doch mal. Maxim hat sich direkt verletzt. Die ersten, doch, Müller hat direkt ein Tor gemacht, sehr schön. Scheint also seine Stürmerrolle anzunehmen. Rausch aber mit dem 1-1 und Boateng sieht gelb-rot. Alaba aber mit dem 2-1, Götze mit dem 3-1. Das ist gut. Das ist doch schon mal richtig gut. Da haben wir jetzt hier eine gute Führung, aber eben sind ein weniger. Müller trotzdem mit dem 4-1 stark. Das ist echt gut. Und dann gucken wir mal. Spiel ist zu Ende. Gelb-rote Karte von Boateng. Ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem. Das Spiel ist ja so ganz gut geendet. Und dann scheint die Dreierkette hier sich auch bewährt zu haben. Ich werde mir noch mal ein paar Gedanken um andere Systeme, Systeme machen. Aber das hat ja jetzt auch ganz gut geklappt. Also hier mit Alaba und Lahm, die sich auch vorne einschalten. Schweinsteiger, Martinez, Boateng, Benatia, Ramos riegeln dann hinten alles ab. Ist vielleicht gar keine schlechte Taktik. Hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Bei Alonso muss man eben aufpassen. Ich würde mich immer interessieren, was der für einen Fitnesswert hat. Beziehungsweise Ausdauer. Muss dann relativ niedriger sein, weil das kommt mir so wenig vor. Ausdauer 61. Kommt mir deutlich weniger vor. Auch in Ultimate Team hatte ich den eine kurze Zeit. Der war so relativ gut, aber der hat nach der 70. Minute immer schlapp gemacht. Na, ich will nicht lange erzählen, im nächsten Part gibt es dann die Champions League, ich speichere an dieser Stelle und ja, hier habe ich eine private noch mit Schalke gemacht, hier das Liverpool LP, ich weiß nicht, ob ihr, ob das Liverpool, die erste Liverpool LP Folge schon raus ist, wenn ihr diese Folge seht, wird man alles sehen, ich habe darüber noch keine richtigen Gedanken gemacht, wann ich das Liverpool LP veröffentliche, auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss und sage wie immer, ciao Leute, bis zum nächsten Mal, haut da rein.